Und Softies! Und damit ein herzliches Willkommen zu meinem neuen Urlaub im Oktober. Was gibt's heute Neues für euch? Heute habe ich Kohle für euch, Leute! Kohle! Dann habe ich noch was Neues zu meinem Kanal. Ihr habt schon gesehen, Kanalbild ist so ein bisschen neu. Logo habe ich neu gemacht. Neues Intro ist auch noch dazu gekommen. Und natürlich, wie geht's weiter mit Domination Summoners War, Castle Defense 2, Paradise Bay und This Means War. Ich würde sagen, wir fangen mal erstmal bei meinem neuen Kanalbild an und bei meinem Logo. Ich zeige euch nochmal eben, so wie es aussieht. Zumindest sieht es bei mir auf meinem Desktop aus. Ich finde es eigentlich schnieke. Einfach mal Summoners War Domination, so meine Hauptprojekte einfach mal aufgeteilt und das neue Logo noch dazu. Ja, so sieht das Ganze aus. Ich denke mal, das macht schon ein bisschen was. Ja, ist ein bisschen cooler als das alte, denke ich mal. Habe ich auch echt lange für dran gebastelt, aber jetzt steht's auf jeden Fall. Und natürlich das neue Intro-Video für euch. Habt ihr gesehen? Kennen wir. Ich hoffe, es gefällt euch. Vielleicht kann man noch der eine oder andere Musik runterlegen. Ich bin dann auch nicht so ganz 100% zufrieden mit der Mucke, aber das passt schon. Okay. Kommen wir zur Kohle, zur Verlosung. Und zwar habe ich mir schon seit, ich habe keine Ahnung, seit Ewigkeiten spare ich mein Kleingeld. Könnt ihr mal einen Blick reinwerfen? Ihr müsst jetzt genau reinwerfen, denn es gibt jetzt was zu gewinnen für euch. So, das Ganze sieht so aus. Hier sind also auch manchmal so 2-Euro-Stücke zum Beispiel drin. Oder hier... Oh, hier ist noch ein 2-Euro-Stück, nice. Und keine Ahnung, also alles pur gemischt. Hier auch mal ein Euro-Stück drin, natürlich auch Kleingeld und so weiter. Also, ich sag mal, das ist schon ein ordentlicher Batzen, will ich mal sagen. Und ihr müsst mir jetzt sagen, wie viel Kohle das ist. Was schätzt ihr, wie viel Kohle ist das hier? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Wie viel ist das? Ich würde sagen, derjenige, also schreibt einfach in die Kommentare rein, was schätzt ihr? Schreibt aber nur ein Gebot rein. Ihr dürft nur ein Gebot reinschreiben. Und wenn ihr, oder derjenige, der am besten tippt, bekommt von mir einen 10-Euro Amazon-Gutschein. Das ist doch was, oder? Also einmal tippen dürft ihr nur. Einfach das Gebot unten reinschreiben mit Komma oder was weiß ich, ist mir egal, aber ein Euro natürlich. Nicht, dass ihr irgendwas anderes reinschreibt. Und dann werde ich euch einen 10-Euro Amazon-Gutschein zuschicken. Und falls ihr glaubt, Robert, der ist ja eh reich, der hat ja so viel Einnahmen schon mit YouTube gemacht. Nee. Ich frage mich echt gerade, warum ich das hier mache. Also, lasst euer Gebot mal da. Ich werde es jetzt die Tage zur Sparkasse bringen, denke ich mal. Die ist hier bei uns direkt um die Ecke. Und da bin ich mal gespannt, wie viel Kohle das so ist. Also, ich denke mal ganz stark, dass es im dreistelligen Bereich sein wird. Oder? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Die Leute, die vielleicht bei der Bank arbeiten, die haben vielleicht einen kleinen Vorteil. Aber na gut. Okay. Also 10-Euro Gutschein einfach unten in die Kommentare schreiben, wie viel ihr tippt. Und dann wünsche ich euch viel Glück. Warum ich das Ganze mache, ist, ich habe ja demnächst wahrscheinlich ein Special. Ein Abo-Special vielleicht, mal sehen. Ich weiß ja noch nicht, wenn ich noch ein paar mehr Abonnenten bekomme. Und dann werde ich es passend, ich denke mal 500, passend zum 500-Special, werde ich dann den 10-Euro-Gutschein raushauen. Was ihr dafür braucht, ist eigentlich nur eine E-Mail-Adresse, denn ich werde den Gutschein per Mail verschicken. Ich denke mal, alles andere wäre Quatsch. Okay, viel Glück dabei. Kann ich eigentlich auch mittippen? Ich tippe mal auch mit. Mal gucken, keine Ahnung. Wenn ich dir gewinne, das wär krass, wenn ich dann gewinne. Na okay, ja. Machen wir weiter mit den Spielen. Wie sieht's aus? Dominations. Herzallerliebstes Projekt, wie auch immer. Geht natürlich weiter, ganz klar. Geht natürlich weiter. Ich war ja super überwältigt von euren zahlreichen Kommentaren neulich im Besuchervideo. Fand ich ja echt klasse. Ich habe auch noch nicht alle geschafft zu besuchen. Also wenn ihr jetzt nochmal umbauen wollt, dann jetzt heute am besten, weil
Ich werde das am Wochenende auf jeden Fall wieder ein paar Videos aufnehmen. Aber ich sag mal so, die Hälfte von den Leuten habe ich schon, die vielleicht dann nicht mehr aufnehmen. Das ist jetzt schwer für euch, wen habe ich schon, wen nicht. Aber ich weiß es selber nicht so genau. Also Illuminations, ganz klar, geht weiter. Ich muss aber ehrlich sagen, Illuminations ist so langsam, könnte mal wieder ein Patch kommen, muss ich sagen. Es wird so langsam eintönig und ich erwarte auch mittlerweile, dass sie was fürs Allianz-Future bringen. Aber sie haben es angekündigt, sie werden was für die ganze Allianz bringen. Ob das ein neuer Chat ist, Krieg ist, ich weiß es nicht. Zumindest hat Big Huge Games so angekündigt. Findet ihr eigentlich mal einen neuen Dress hier? Wohnt zwar, keine Ahnung, so 600 Kilometer vom Oktoberfest weg. Aber bei uns gibt es auch ganz viele Oktoberfeste im Norden. Oder habe ich mir das mal zu? Ich glaube, das ist aber so eine Jägerkleidung oder so, ne? Diese Blumen hier oder so. Ich habe keine Ahnung. Hier ist auch irgendwie so komisch. Hier ist sogar so ein geiles Herz drauf. Ein komisches Gestickel. Keine Ahnung, was das soll. Aber passt schon. Korthose dazu. Und das soll wohl passen. Vielleicht sind ein oder andere Bayer dabei, der das mal hier ein bisschen bewerten kann. Ob ich hier richtig. Ich kann doch nicht mal bayerisch. Wie spricht man bayerisch? Keine Ahnung. Ich probier's nicht, sonst mache ich mich nur lächerlich. Okay, kommen wir zu Summoner's War. Ah, dieses Spiel. Süchtigmacher pur. Süchtigmacher läuft hier schon wieder nebenbei. Ich mach mal wieder weg. Süchtigmacher pur. Ach, ich weiß, also auf jeden Fall, ganz klar geht's damit weiter. Macht mir riesig Spaß momentan. Also hat mir die ganze Zeit schon riesig Spaß gemacht. Ich bin ja mittlerweile auch Level 40. Ich hab noch keinen Net 5. Schade, noch keinen Net 5. Aber die Zeit wird kommen. Ich weiß, die Zeit wird kommen. Und da geht's natürlich weiter. Ganz klar. Castle Defense 2. Ich liebe ja Tower Defense Spiele. Ich hab, oh Mann, ich hab tausende Tower Defense Spiele gespielt. Und ich bin da so ein Perfektionist drin. Ich probiere immer, dass es mit, ja, dass wirklich keiner durchkommt. Bloß, was ich natürlich festgestellt habe, ist bei den Apps. Im Gegensatz zum Beispiel zu den Browser-Games oder zu den Vollversionen, die man so auf dem PC bekommt, ist es ja doch schon sehr krass Pay-to-Win bei diesen Spielen. Leider. Echt schade eigentlich. Ich finde es echt schade, dass es so krass Pay-to-Win ist. Viele Sachen kann man nur freischalten mit extra Kohle. Und das möchte ich nicht, das werde ich auch nicht machen, weil ich, wenn dann, ich möchte nicht dazu gezwungen werden, einem Spiel Geld zu geben, sondern wenn ich der Meinung bin, der Hersteller hat es verdient, für seine Arbeit belohnt zu werden, dann werde ich ihm schon was zukommen lassen. Aber dieses, du musst jetzt was kaufen, sonst schaffst du es nicht. Nee, da bin ich nicht so Fan von und deswegen, klar, spiele ich es weiter. Es macht mir Spaß. Aber wenn ihr vielleicht eine Alternative habt, wo das nicht so krass ist mit dem Pay-to-Win, da einfach mal unten in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall freuen. Aber geht trotzdem weiter mit Castle Defense 2. Frage ist natürlich, wie weit komme ich jetzt noch, ohne Geld auszugeben? Ich weiß es nicht. Da klar gesagt, der eine oder andere vielleicht, du kommst auch genauso weit wie ohne Geld. Obwohl, das stimmt nicht. Ich glaube, ein Held gibt es nur mit Geld. Oder zwei. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht genau gesehen. Aber wir werden sehen. Da wird auf jeden Fall. Ich werde es trotzdem noch ein bisschen spielen. Aber ich denke mal, das wird kein Projekt von ewiger Dauer. Aber ich denke mal, noch ein oder anderen Fight werde ich mir auf jeden Fall noch gönnen. Ansonsten muss ich mal gucken. Also, wenn ihr was anderes habt, dann einfach mal in die Kommentare damit. Kommen wir zu Paradise Bay. Ja, was ist denn da los bei Paradise Bay? Ich hab's angespielt, hab so zwei, drei Folgen aufgenommen. Ah, ey, das Lagervoll. Genauso wie SimCity bildet immer Lagervoll. Hab mich angekotzt und hab ich ein, zwei Wochen nicht gespielt. Ging mir echt auf den Sack. Und dann dickes Update in Paradise Bay. Ich so, richtig hier mit Tieren, bla bla. Ich hab das Update noch nicht mal gemerkt. Ich weiß nicht, wo das Update sein soll. Aber da hab ich wieder angefangen zu spielen und da hab ich irgendwie doch wieder Bock drauf gekriegt. Und habe ich so meine ersten Videos durchgeschaut. Über 400 Aufrufe. Ich so, was ist hier los? Hab ich gar nicht gesehen. Ich so, okay, alles klar. Community ist wohl begeistert oder will, dass ich weitermache. Und deswegen habe ich gedacht, okay, die Lust hast du wieder. Community möchte auch, dass es weitergeht. Von daher habe ich mir gedacht, okay, alles klar. Komm, Robin, probierst du es nochmal. Machst du, gehst nochmal rein. Und ich muss sagen, momentan macht es mir auch echt wieder Spaß. Ich denke mal, da wird auf jeden Fall noch die andere Folge kommen. Ich bin auch gespannt, was jetzt noch neu kommt. Ich bekomme neue Gebäude. Vielleicht sehe ich mal irgendwo mal ein Tier, so wie es angekündigt war. Aber da wird es auf jeden Fall weitergehen mit Paradise Bay. This Means War. Eigentlich ein schönes Spiel, finde ich. Ist eigentlich ein schönes Spiel, mal was anderes auch mit den Angreifen. Ja, dass man so Base gegen Base. Man kann auch verlieren beim Angreifen. Also man kann auch selber platt gemacht werden, wenn der Gegner zu stark ist. Aber ich muss sagen, der letzte Pfiff irgendwie fehlt noch im Spiel. Ich hab jetzt keine Motivation wirklich gehabt, jeden Tag mich einzuloggen.
Ich weiß selber gar nicht mal warum. Ist aber auch, glaube ich, auch so, dass es bei euch auch nicht so wirklich gut ankommt. Oder allgemein bei der ganzen Community oder bei den ganzen Spielern, die solche Spiele mögen, dann die Downloadzahlen belegen es eigentlich. Es wird nicht so gespielt. Keine Ahnung, es kommt einfach nicht an. Das ist sowas wie Rival Kingdom zum Beispiel. Eigentlich ein tolles Spiel. Kommt einfach nicht an. Es reizt irgendwie nicht. Es gibt keine Inhalte, die einem dazu bewegen, jeden Morgen, sagen wir mal, in dieses Spiel zu gehen. Und deswegen geht This Means War auf Eis. Ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, die letzte Folge ist schon 2-3 Wochen her oder so. Also das geht leider auf Eis, aber ich denke mal, dass ich mit Domination, Summoner's War, Castle Defense 2 und Paradise, weil ich auch mehr als ausgelastet bin schon wieder. Ich hatte ja im letzten WhatsApp gesagt, dass ich ja eher auf Qualität statt auf Quantität gehe. Ist ja auch so, Domination, Summoner's War, immer noch meine, sagen wir mal, damit bin ich zu 80% ausgelastet. Castle Defense und Paradise Bay gehen so mit 10% rein. Da brauche ich mich nicht so oft einloggen, zumindest in Paradise Bay mache ich das vielleicht zweimal am Tag. Und Castle Defense mache ich einfach mal eine Session, wenn ich Bock habe, da muss ich mich nicht jeden Tag einloggen. Von daher passt das eigentlich ganz gut. Aber wenn ihr natürlich wieder geile Spiele für mich habt oder gesehen habt, hier, das ist gerade was in Entwicklung, vielleicht kriegst du einen Beta-Key oder ich weiß nicht was, einfach mal unten rein. Ich werde es auf jeden Fall, ich verspreche euch, ich werde es anspielen. Ob ich es hier zeige, weiß ich nicht. Aber ich werde es auf jeden Fall natürlich reinschauen in dieses Spiel und mir das angucken. Aber wie gesagt, wenn es nicht passt auf dem Kanal, dann passt es nicht. Letztes Mal hat ja irgendeiner, ich weiß gar nicht, wer es nochmal war, hatte ich aber letztes Mal schon gesagt, mit diesem Flugsimulator. Coole Sache, aber es passt einfach nicht. Es ist kein Spiel fürs Let's Play irgendwie. Okay, was gibt es sonst noch Neues? Was hängt noch in der Pipeline? Eigentlich momentan, was Spiele angeht, von meiner Sicht aus nichts, muss ich sagen. Es gibt zwar immer noch so das eine oder andere Spiel, was so ich im Hinterkopf habe, was in der Entwicklung ist und sowas alle und vielleicht noch am Anfangsstadion, wie Empires and Allies damals, ist ja immer für mich immer noch am Anfangsstadion. Domination ist eigentlich auch noch am Anfangsstadion. Aber da will ich noch nicht so wirklich reinspielen, weil, ich weiß nicht, mit diesen Sachen bin ich gerade sehr gut ausgelastet, so YouTube sowieso und keine Ahnung was. Also von daher, denke ich mal, soll es das so gewesen sein. Ich erinnere noch mal euch an die schöne Summe hier, also 10 Euro Amazon-Gutschein zu gewinnen, spende ich, hau ich einfach mal so raus für euch. Keine Ahnung, finde ich irgendwie eine gute Sache, ich bin selber gespannt, wie das ist. Also lasst mal euren Kommentar da und ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, macht's gut, Leute.